Ein herzliches Willkommen zu einem Demo-Video auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir heute ein Demo-Szenario von Train Planet, was in Entwicklung ist. Und wir werden heute mal ein kleines Demo-Szenario fahren mit der BR-218. Und wie gesagt, hier stehen die ganzen Bedienelemente, beziehungsweise wie man die ganze Lok bedient. Das haben wir uns jetzt soweit durchgelesen, würde ich sagen, ich zumindest. Und würde ich einfach mal auf Continue gehen und die ganze Lok hier mal starten. Genau. Gucken wir uns das Ganze mal an, würde ich sagen. Wie diese Lok startet, da haben wir auch einen ganzen IC dran. Und dann machen wir mal Folgendes. Was mich persönlich aber stört, dass da kein oben kein ja, kein Dieselqualm kommt. Das fehlt mir. Aber sei es drum, dann öffnen wir mal die Tür und zwar rechtzeitig sollen wir das machen. Das Ganze funktioniert mit der Taste Z. Dann öffnen sich die Türen rechts. So. Sollen wir das Boarden abwarten? 30 Sekunden. Dann tun wir das. Schade, dass hier keine Leute einsteigen. Kann man das eigentlich einstellen? Das kann man doch, glaube ich, einstellen. Railway Traffic Passenger habe ich doch angestellt. Ich verstehe es nicht. Naja, egal. Dann lassen wir das so. Dann lassen wir das so. So, wir können die Türen schließen, dann machen wir das. Mit der Taste Z schließen wir die Türen. So. Können wir wieder einsteigen. Lösen wir die Bremse und können das dann so machen. Bremsen lösen. Dann können wir losfahren. Nächste Station, Lange Wehe. Oder langer Weg. Bei 160 dürfen wir direkt schon fahren. Irgendwie jetzt die Lichter einschalten. Wie ging das denn noch? Mit der Taste H. Ja, genau. Das war's. Türen sollen wir gleich anhalten. Nicht lange Wehe, sondern Düren. Jetzt sollten wir eigentlich auch. Genau. Spitzenlichter sind eingeschaltet. Wunderbar. So, da
dann sind wir gleich in Düren. Plus eine Minute haben wir. Taste übrigens mit der Taste Y. Wie gesagt, ich muss mich da auch erstmal reinfinden. Ist gar nicht so einfach. Aber hier soll er jetzt irgendwo Düren sein, oder? Da ist es doch, oder ist es das nicht? Hier soll Düren sein. Also ich habe keinen Bahnsteig gesehen, tut mir leid. Naja. Das ist jetzt ein bisschen, finde ich ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen. Da war kein Bahnsteig. Überhaupt nicht. Ich verstehe es nicht. Güte, ey, das... Kein Mensch. Das glaubt dir kein Mensch, ehrlich. Also ich habe keinen Bock mehr, Entschuldigung, aber das ist doch... Macht doch keinen Spaß hier. Das macht doch überhaupt keinen Spaß. Ich weiß nicht, macht euch selbst ein Bild von dem Ganzen. Vor allem, hier sind ja auch irgendwie überhaupt keine Bahnsteige. Kann das sein? Es ist ja. Du sollst irgendwo anhalten, aber es sind gar keine Bahnsteige da.
Oben die Karte, da stimmt doch vorne und hinten was nicht. Das sieht ja so schön aus, eine BR218 am IC, das sieht richtig schön aus. Gibt es nichts, aber das Spiel hat nur so seine, hat noch Potenzial und vor allem Luft nach oben, würde ich sagen. Aber das ist nur, wie gesagt, meine Meinung. Steuerwagen haben wir anscheinend auch keinen. Na gut, das ist beim 218. Weiß ich, ob das da üblich ist. Wir fahren auf jeden Fall die BR218 412-5. So, ich versuche jetzt noch in Langerwehr anzuhalten. Wenn da kein Bahnsteig ist, dann war's das, weil dann macht es keinen Spaß. So, ihr seht da oben rechts, wo die Karte ist. Ja, da steht Langerwehr. Guck mal, wie weit das noch weg ist. Das sind noch 3,7 Kilometer. Ich bin echt gespannt, ob das hinhaut, so von dem ganzen, von der ganzen Entfernung hier. Langerwehr, 2,1 Kilometer noch. Kilometer noch bis Langerwehr. Das haut aber von der Karte da oben überhaupt nicht hin. Überhaupt nicht. Sind doch mehr als ein Kilometer, was da oben angezeigt wird, oder? Vertue ich mich da jetzt? Hier ist Langerwehr. Wir sollen da gar nicht anhalten oder wie? Wir sollen da einfach durchfahren.
anscheinend schon wieder einfach nur durchfahren. Wir sollen bis Aachen durchfahren anscheinend. Okay, dann habe ich es jetzt verstanden. Das sind keine Halte, das sind einfach nur, dass wir das passieren praktisch. Also wir fahren jetzt durch bis Aachen. Okay, weil ihr habt ja gesehen, ich konnte da nicht anhalten. Eschweiler, das ist dann das nächste, wo wir durchfahren. Dann noch Eilendorf und schließlich Aachen. Sollen wir Eschweiler anhalten oder ist dann Esig? Eschweiler Hauptbahnhof. Okay. Also Eschweiler sollen wir anhalten. Dann werden wir das tun. Und Eilendorf anscheinend auch. Da stehen nämlich auch zwei Zeiten. Und bei Düren und Langerwehr steht nämlich nur die, ja, wann wir da durchfahren praktisch. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt gleich in Eschweiler an. Das Eschweiler. Die müssen wir auf jeden Fall anhalten.
müssen wir auf jeden Fall anhalten. Und öffnen rechts die Türen. Wunderbar, da schauen wir uns das mal von draußen an. Schade, dass hier überhaupt keiner einsteigt, obwohl ich Traffic, also Passenger Traffic eingeschaltet habe, aber lassen wir das. Sitzen überhaupt welche drin? Das wäre jetzt mal eine Frage. Nee, nicht ein einziger. Okay. Dann ist auch egal. Gut, dann können wir die Türen wieder schließen. Wunderbar. Dann lösen wir die Bremse. Warten, bis die sich gelöst haben. So, und dann schalten wir langsam auf. Auf geht's! Nächste Station, Eilendorf. Alter, der zieht dich so mit. Langsam habe ich ein Gefühl für das Spiel. Wie gesagt, ich musste da ja auch jetzt mal reinkommen. Natürlich voll im Verzug, aber das ist halt so. Es kommt jetzt auch nicht so drauf an. So, haben jetzt noch 6 Kilometer bis Eilendorf. Unsere letzte Station vor Aachen. Waggons, ist auch mal schön anzusehen. Ach, eine Diesel, ach, habt ihr gesehen, eine Diesel-Lok, eine Güterzug-Lok, wunderbar.
Kirche in Eindorf. Und dann sind es noch gute 5 Kilometer bis Aachen. Der Sound von der 218 ist auch noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist nicht unbedingt original, aber das könnt ihr gerne selber entscheiden. Zurücknehmen. In Eindorf. Leicht verbremst, ganz leicht. Schließen wir die Türen, lösen die Bremse. Und dann geht's los. Station Aachen.
wunderschön. Euch mal die Drehgestelle an, wie die wackeln. Dass da überhaupt kein Qualm rauskommt, das ist ein bisschen, weiß ich nicht, ist komisch, ist nicht echt irgendwie, weiß ich nicht. Bei einer BR218 gehört es dazu, dass der Qualm aus den Hutzen kommt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das so. Gleich geschafft. So, 100 haben wir zu erwarten. Das sollte hinhauen. Dann wird es nicht noch allzu schnell werden. 60 gleich. Das heißt, wir werden schon mal die Leistung wegnehmen und hier schon mal bremsen. Schön. Entschuldigt bitte, dass ich am Anfang so ein bisschen hilflos da war, aber wie gesagt, wenn man sich damit nicht auskennt, dann muss man sich selber erstmal da reinfinden. Mittlerweile habe ich verstanden, wie das ganze Spiel funktioniert, wie das mit dem Borden ist und. Ich denke, wenn das Spiel hier und da noch ein bisschen gepimpt wird, gefixt wird, dann könnte das echt interessant werden. Eine echte Alternative zum Train Simulator und auch zum TSC. Könnte ich mir gut vorstellen. Also ich freue mich da tierisch drauf, wenn das soweit ist. So, wie gesagt, wir werden jetzt hier mal bremsen. Ich würde jetzt hier die Türen öffnen. War es das wahrscheinlich?
Szenario. Steht wahrscheinlich nicht ganz hier dran jetzt, aber ist jetzt alles auch nicht so tragisch, würde ich sagen. So, das war's dann. Completed. Total 100. Success. Base 100. Also 100 Punkte haben wir anscheinend geholt. Bonus plus 2097. Penalty 2245 Punkte abgezogen. Ja, wie gesagt, das ist alles noch nicht so hundertprozentig gewesen. Gebe ich gerne zu. Aber ja, ihr seht hier, das sind die SIFA Alert minus 700. Das sind die Verspätungen, die wir uns wahrscheinlich eingefahren haben. Total Delay 12 Minuten, 31 haben wir insgesamt. Nee, oder? Ich weiß nicht. Last Station Breaks 14 Minuten. Overspeed 14, haben wir 140. Also. Aber wir haben auch einen Bonus erhalten. Smooth Braking, Precision Stop. Destination arrived, yes, soft brakes, application at stop, bla bla. Also wie gesagt, es ist noch nicht alles hundertprozentig, aber ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Es sollte eine Demo werden, das ist es geworden, glaube ich. Und wie gesagt, das Spiel ist noch nicht zu 100%. Wie gesagt, das ist überhaupt noch nicht veröffentlicht, davon mal ganz abgesehen. Das ist eine reine Demo-Version und könnt ihr mal zeigen, die Szenarien, die sind alle noch geschlossen hier. Ja, das muss man sich alles noch freifahren oder so. Wie auch immer kaufen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die noch geschlossen. Man kann auch das Ganze mit der BR186 fahren. Da gibt es das gleiche in grün. Ja, wie gesagt, ist noch nicht mehr, wird es hier noch nicht geben. Gibt es hier noch nicht. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt mir treu, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, 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 servus und tschüss. Bye, bye.